Hello Peebles, hello Peebles. Hello People Deals. Ich mache jetzt hier Zelda Let's Play. Let's just say the Twilight Princess. Ich überlegt, das als Livestream zu machen, aber irgendwie ist mein Twitch-Account gesperrt. Kein Plan warum. Und dann denke ich mir, fickt euch. Ich mache einfach, was ich will. Bin ein bisschen sick, wie ihr hört. Und deswegen habe ich jetzt auch Zeit, das zu machen. Und wir fangen einfach mal an, solange bis ich keine Lust mehr habe. Ach hier natürlich. Ey. Ach hier natürlich. Hier. Ja, natürlich. Schön. Meinen schönen Namen. Das wird jetzt auch kein krasses Profi-Let's Play. Sondern halt einfach nur Standard. Habe ich auch lange nicht mehr gespielt. Ich habe das Spiel tatsächlich noch nie durchgespielt, obwohl es eines der geilsten Zeldas ist, meiner Meinung nach. Aber am Ende hat irgendwie dann die Lust weiterzumachen. Aber vielleicht kriege ich das ja jetzt hin. Naja, wie nennen wir denn das Pferd? HP. So. Ja, das passt. Wasser. Das ist alles dort. Hallo. Hallo. Habe ich jetzt keinen Sound mehr hier? Wartet mal. Ah, da geht's. Ja, hier. Erik. Du bist ja du schon so ein Kerl und ich geb dir jetzt mal hier einen Rat. Ich bin alt und scheiße. Und du warst bestimmt noch nie in Hyrule, ne? Ich war da nämlich schon ganz oft. Das ist nämlich ein riesiges Schloss so mit Stadt rum und übelste Leute sind da. Viel mehr als hier bei uns in unserem scheiß kleinen Dorf. Ja, genau. Und die Götter haben alles geil gebaut. Du musst da echt mal hingucken mit deinen eigenen Augen. Na? Komm, es wird spät. Wir gehen mal nach Heme, wa? Komm mit, Junge. Na klar, ich komm mit. Ups. Ist besser. Ja, Junge, das waren Zeiten damals. Da mussten wir das Holz doch selber schleppen, da waren Pferde noch nicht erfunden. So, und jetzt sind wir hier im schönen Dorfe. Ich geh pennen, Junge. Hau rein. Komm, so eine Matz. Wir gehen pennen, du bist ja sowieso ich heute viel zu lange wach. Das Pferd wird geklaut. HP, Alter. Sag mal, Erik, petzt du immer noch? Also. Ja, na klar, was denkst du? Kannst du mir mal helfen hier? Die scheiß Viecher hören schon wieder nicht an mich. Na gut. Ah, wo ist ein HP, Alter? Das ist fort.
Ja, HP ist weg. So, wir können endlich spielen. Yay. Yay. Können wir zum Beispiel... nichts machen, weil wir haben nichts. Grüße. Hey. Komm, hol mal HP wieder. Na gut. Ich habe eure schönste Idee. Aber schon alle jetzt. Ich nehme mal lieber den Stein mit. Oh, ein Rubin, toll. Naja, gucken wir mal, wo HP ist. Oh, das ist ja invertiert. So ein Scheiß. Ey, Alter, was willst du mit meinem Pferd? Hallo Erik! Warte mal, ich muss das hier immer noch. Es gefällt mir also nicht so richtig. Na, hallo Erik! Na, ich hab mir mal das HP ausgeliehen, der war dreckig wie Sau. Ich hab den mal gewaschen, ne? Ach so. Na, das ist ja klasse. Bei mir sind so viele Fliegen unterwegs, das ist wirklich der Wahnsinn. So. Ja, HP ist a girl too. Das müssen wir die gut behandeln. Aber kannst du vielleicht was für mich, Oma, machen hier? Kannst du mal mit hier so Grashalm irgendwie ein Lied machen? Mir ist langweilig. Na gut. Blasen. Oh, cool. Und war das schön? Oh, so geile Melodie, ey. HP guckt so geil. So, die ist jetzt schön und jetzt können wir sehr zurückreiten, ne? Aber überanstrengen sie nicht. Ja, komm mal ins Maul. Ja, ich will doch nur aufsteigen. Meine Güte. Komm, ab. Yeah, da. So, gehen wir mal zur Ranch. Der Kollege ist nicht mehr da. Aber warte mal, ich gucke noch mal ins Haus. Nein. Was gibt's denn hier eigentlich? Alter, komm, ist sinnlos. Bringt es jetzt eh noch nichts. Egal. Das ist halt jetzt hier invertiert. Ach, das ist ein bisschen scheiße. Die Kamera. Aber das ist okay. Muss man sich noch dran gewöhnen. Wardon Village. Schön hier, oder? Grüße Leute, ich muss zur Ranch. Ich hab keine Lust, euch zu labern. Moin. Ja, ich rush hier ein bisschen durch, damit wir mal ein bisschen schneller ins Game kommen hier. Ich brauche jetzt nicht hier die ganzen Scheiße hier zu labern mit den Leuten. Da hab ich keine Böcke drauf. Hier, wie die Böcke. Da habe ich Böcke drauf. Die Böcke. So, dann sag mal an. Ja, sorry, dass ich hier so Stress mache, aber ich krieg's selber nicht hin. Also kannst du das mal bitte für mich machen? Na klar. Klar doch, ich habe ja sonst nichts zu tun. Also, hier, gucke mal. Kommt, Leute, geht mal in den Stall. Jetzt
zur Seite, Junge. Ey. Junge. Danke. So. Das war einfach. Eric und HP, ihr seid so geil. Kannst du mir morgen nochmal helfen? Weiß ich nicht. Ich kann kein Englisch, sorry. Achso, hier kann man springen. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kann ich einfach über den Zaun springen. Das ist echt schwer, Freunde. Kein Bock mehr, tschüss. Ey. Gut, noch eine Runde. So, jetzt aber hier, Freundchen. Ne, keinen Bock mehr hier auf dein Sch. Nö. Tschüss, jetzt auch wirklich. Toll. Richtig toll. Toll, Freunde, richtig toll. Ist schön, ich immer noch. Die Kamera ist noch nicht perfekt. Ob ich speichern will? Na klar. Ja. Ja. Flieg, geh doch mal weg. Ey, ist wirklich schlimm. Ich habe jetzt hier halt 24/7 die Fenster offen. Sperrangelweit offen. Und da kommen lauter Fliegen rein, weil ich auch kein Fliegennetz drin habe. Aber die mache ich ja nur wegen Mücken. Und Mücken habe ich eigentlich keine. Erik, wach doch mal auf, es ist schon wieder am nächsten Tag. Scheiß Kinder, ey, da kann man nicht mal ausschlafen. Hier ist übrigens das Haus, hier schön. Hier ist der Ausgang. Schön Ofen. Wie ging das so? Kann man schön gucken. Schön. Und hier geht es noch in den Keller runter. Gucken wir mal, was da ist. Hier ist halt stockfinster. Ah, hier ist irgendwas. Ah, das können wir noch nicht angucken, weil wir hier noch nicht Licht haben. Da brauchen wir erstmal ein Lichterzeugnisgerät. Na? Komm, schneller, Link. Gehen wir mal bei den Kinos. Hallo Kinder, was geht? Oh, da bist du ja, hast du gehört, die verkaufen hier so einen Scheiß im Laden, aber ich frage mich, ob das geil ist. Ja, dann geh doch und holst dir, wenn du geil findest. Oh, hast du irgendwie Geld gesehen in meiner Hand? Nee, aber vielleicht, weißt du nicht, klaust doch einfach, bla bla bla. Okay, ich hol's euch schon. Aber ich hab selber keine Kohle. Oder soll ich das jetzt holen? Halt's Maul! Okay, ich guck mir das mal an. Slingshot müsste Schleuder sein. So eine Zwille, wa? Ist das hier der Laden? Hallo. Verschlossen. Sag mal, Alter, was willst du hier? Na, guten Morgen. Hast du frei heute, wa? Hassling. Ja, ja. Gucke mal dort oben, da kannst du besser. Ja.
Ja, so am Ordon-Beast Build themselves. A fine nest up there. Naja, die haben da ein Nest gebaut, so ganz natürlich. Ja, okay. Was jetzt? Wo denn? Dort oben. Das ist ja ein Dingen. Ne, wie ging denn nochmal? Hier noch zu, dann zack! Könntest du bitte da hochklettern? Stimmt, in dem Gamecube-Teil kann da ja nur übelst langsam klettern. Achso, jetzt kommen die ja hier und wollen mich stechen. Ah, hab ich keine Lust. Ich dachte, so ging das. Egal. Mir doch egal, tschüss. So. Ich hab gerade angerufen, Moment. So, here I am again. Oh, hier oben, guck doch mal. Hallo. Da bist du ja. Hier, ja, du siehst ja richtig geil aus. Ich komme hoch zu dir. Hi. Da bist du ja. Guck doch mal, eine Katze. Ist sie nicht süß? Sie will, die guckt die ganze Zeit nur dort aufs Wasser. Die will bestimmt einen Fisch fangen. catch no fish. Das hast du. Ja, komm hier, guck mal, du das Gras. Jetzt darf, ja. Ja, das ist nämlich übelst Gras ist Gras, ey. Wenn du das bläst, dann geht's ab. Na gut, probieren wir's mal. Blasen. Jetzt können wir nämlich hier einen Vogel steuern. Wie geil ist das denn? Ein Vogel. So. Dem können wir jetzt nämlich... Komm, mach mal den Stick kaputt. So. Haben wir das? Gucken, was wir jetzt damit machen können. Nichts. Ich glaube, dafür brauche ich erst ein Glas. Ist das jetzt hier der Laden? Doch schon. Guten Tag. Oh, grüße dich. Ach, ist doch Erik. Grüße. Hast du meine Katze denn vielleicht? Er hat unseren Fisch gefressen, den wir fressen wollen, deswegen habe ich ihn rausgeschmissen und jetzt ist er nicht mehr da. Sorry, aber ich habe keinen Bock jetzt hier irgendeinen Scheiß jetzt hier zu machen. Lass mich doch mal in Ruhe. Na gut. Das heißt, wir müssen erst die Katze zurückholen, den Fisch fressen lassen und dann kann die Alte uns den Scheiß verkaufen. Na gut. Hallo. Grüße dich. Falls du vor meinem Mann suchst, der hat sein Schwert genommen und ist früh abgehauen. Kippen holen. Aber ich muss dich ja fragen. Hast du mal ein Gretel? Ach hier, dein Korb da. Hier am Fluss ließen sehen, ist ein Babykorb. Schön gewebte Baumscheiß. Ach so, ein Unglück. Warum ist es? Es könnte ja sonst wo sein. Na, ich guck mal. Ach so, ich habe eine Idee. Vielleicht brauche ich nochmal den Vogel.
Ah, ne. Warte mal. Können wir hier aufs Dache? Hier rüber und dann hier rüber. Da ist ein Affe. Blasen wir nochmal, wa? Fliege, geh doch mal weg. Mein Gott. Jetzt sehen wir den Vogel. Ach so, stimmt, der Affe hat ja den Korb. Ballern damit den Affen ab. Zack. Komm, gib mich mal den Korb. Danke. Damit gehen wir jetzt zurück zur Mama. Guck mal, Mutti. Oh, Erik, das ist ja mein Korb. Oh, danke. Ach, ich wollte dir auch noch was geben. Hier. Kannst du mal den Korb nehmen und mit mir zum Hause zurückkommen? Na klar. Na klar doch. Schneller. Diese Schwangeren. Achso, ich kann schon vorlaufen. Danke. Vielen Dank. Ja, ich hab's fast vergessen. Aber hier, ich geb dir das jetzt mal. Bitteschön. Danke. Jetzt haben wir nämlich auch den Fishing Rod. Herrlich. Ist ein bisschen scheiße, aber mein Sohn hat das halt gemacht, selber gebaut, deswegen ist es so scheiße, aber du kannst behalten, danke. So, wo ist jetzt das Katzenviecht? Ich glaube hier hinten war das. Schauen wir mal, wa? Hier ist Katze Nimmersatt. Und jetzt, Items. Fishing Rod. Oh, ich habe die Tasten falsch belegt, merke ich gerade. Egal. Dann, nehmen wir es einfach mal und, werfen. Wie funktioniert das? Nee. Wie funktioniert denn das? Schön verpixelter Schwimmer. Nee, nicht. Ah. Muss ich mir die Scheiße nochmal angucken oder was? Ich hätte gerne Erklärungen dazu. Ah, hier. Okay. Mit dem anderen Stick. So, nochmal. Komm, Fischi. Nochmal. Ich verstehe es nicht. Komm, dieses scheiß Angel, der geht mir auf den Sack. Komm, Fischis. Ja, ich habe ihn. Eine Kringel. Jetzt hat sie gecheckt, wir haben Fische, dann holen wir mal noch einen.
Ah ja. Und da ist die. Ey, mein Fisch, Junge. So. Ich steck das doch weg. So, jetzt gucken wir mal nochmal in den Laden rein. Ich kann auch mit dem quatschen. Oh, ich hab's gesehen, der Hawk. Warum hab ich da gedacht? Ich hab's selber versucht runterzuhauen. Aber halt's mal. Ich guck jetzt nochmal fix hier hoch. Jetzt können wir hier hochklettern. Hier ist nämlich übelstes Cash. Blauer Rubin. Yeah, gelber Rubin. Und abholen. Sehr gut. Halt. Ich wollte hin. Katze wieder da, bist du froh? Oh, guck mal, die Katze ist wieder da. Schön. Der hat ein Fisch mitgebracht. Das ist ja toll. Guck, guck, die schlauer dir noch Milch. Oh, aufs Haus. In der Fläche. Wie geil ist das denn? Danke, danke. So, und jetzt gib mich mal die Schleuder. Du kannst die leere Fläche behalten. Das ist ja toll. Endlich wird angerufen. So, wieder da. Ja, ja, ja. Komm, lauer mich doch jetzt mal nicht dicht. Ich will die Scheiße. 30 Rubine. Naja. Gut, dann müssen wir jetzt Rubine sammeln. Leute, ich mache hier erstmal Schluss. Wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr das ja mal mir mitteilt in Form eines Kommentars oder so, dann mache ich das vielleicht weiter, weil ja, vielleicht habe ich selber auch genug Bock drauf. Also ich hätte auch jetzt so weitergespielt, aber ich kann jetzt gerade nicht weiterspielen, aus Gründen. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann sagt mir, dann mache ich das weiter. Und wenn ich Bock habe, das weiterzumachen, mache ich das auch weiter. Ganz logische Sache, oder? Also Freunde, es war schön, dass ihr am Start wart und ihr zugeguckt habt. Das nächste Mal sammle ich dann Rubine. Noch 10 Stück brauchen wir, wie man hier unten rechts in der Ecke sieht. Und dann holen wir die Schleuder, schleudern damit die Kinder weg. Und ich hoffe mal, dann geht's ins Abenteuer rein. Ne? Also wünsche ich noch einen schönen Tag und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.